Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier weiter in der Stadt unterwegs und ich muss gerade mal schauen, wie es hier itemtechnisch mit uns bestellt ist. Also ich sehe gerade, wir haben hier noch zweimal Gunpowder. Munition haben wir davon jetzt auch nicht mehr so viel. Aber das sollte passen erstmal. Gut, wir waren ja hier unterwegs in der Stadt. Wollten ins Restaurant rein beim letzten Mal. Stimmt, Freunde. Stimmt, stimmt, stimmt. Da würde ich doch einfach mal sagen. Ja, machen wir das doch einfach mal. Ja, weiter geht's. An diesem Sonntagabend tatsächlich wieder eine Woche vergangen. Und, hier hatten wir ja beim letzten Mal, glaube ich, alles platt gemacht, oder wie war das, ne? Gut, dann waren wir tatsächlich. Als letztes war hier das Restaurant übrig. Nichts Außergewöhnliches. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Resident Evil 3. Und wie wir jetzt hier ein neues Gebiet tatsächlich erkunden. Okay, alles klar, Restaurant. Gibt's hier Zombiefutter? Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist nur ein einfaches Schloss. Scheiße. Wir müssen aber zurück. Wir müssen den Dietrich holen. Oh Mann. Wir brauchen den Dietrich dafür. Oh je, oh je. Na gut, das geht schon wieder gut los hier. Ich meine, woher soll ich es wissen? Ich habe das Spiel noch nie, wie gesagt, ja doch, ich habe schon einmal, glaube ich, durchgespielt. Aber das ist, wie gesagt, 20 Jahre her. Von daher, naja, kann ich mich an so teils tatsächlich dann nicht mehr erinnern, dass man da den Dietrich braucht. Aber gut, so, geht ja schnell. Und da sind wir doch schon wieder unterwegs hier. Und ja, wie gesagt, an diesem Sonntagabend, 8:30 Uhr, wieder eine neue Arbeitswoche, aber diesmal eine kurze Arbeitswoche, weil freitags Weihnachten. Das heißt, wenn ihr das seht, in 3 Tagen. Tatsächlich, ach, freue ich mich mal wieder ein bisschen, mich zu entspannen. Ach, das wird gut. Und ich habe in der ersten Januarwoche Urlaub. Das ist auch cool. So, Dietrich benutzen, Jill. Was ist das denn? Wir müssen dieses nehmen. Feuerhaken. Was zur... Okay, da ist nichts mehr. Was ist denn das? Oh, was ist das denn? Darf ich da dran? Entflammbares Gas strömt aus. Oh Gott. Warum ist hier entflammbares Gas? Das macht mir ein bisschen Angst. Das könnte ein Schalter für die Kanalisation sein. Aha. Okay. Kanalisation, da will ich eigentlich gar nicht runter, du. Die Lampe ist an. Wartet mal, aber die Lampe sieht mir verschiebbar aus oder so. Gut, gucken wir uns mal hier in diesem Restaurant um. Hier gibt es ja gar nichts zu essen. Was ist denn das für ein Restaurant? Alles zerstreut hier. So, aber da ist was für uns. Brief des Bürgermeisters. Okay, bin ich mal gespannt. Stadtinformationen auf den Spuren unserer Stadt. Liebe Bürgerinnen und Bürger, dank der freundlichen und großzügigen Unterleitung der Umbrella Incorporation ist unsere Stadt friedlich und angenehm. Diese enormen Zuwendungen seitens Umbrella Incorporation wurden für soziale Zwecke und für gemeinnützige Einrichtungen verwendet, und um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Ja, ist klar. 1992 war ich das 5. Jahr Bürgermeister unserer schönen Stadt. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Stadt dank vieler Spenden und harter Arbeit das Kommunalgebäude wieder aufbauen und ein supermodernes Krankenhaus errichten. Als Dank für diese herausragenden Errungenschaften wurde mir zu Ehren im selben Jahr ein großartiges Denkmal errichtet.
Diese Statue befindet sich im Kommunalgebäude. Vor mehr als 35 Jahren kam ich als Ingenieur in diese Stadt. Ich arbeitete am elektrischen System und beim Bau der Stadtbahn mit. Ich gebe mein Wort darauf, dass ich die Tradition dieser wunderbaren Stadt bewahren und mein Leben ihrem Wohlstand widmen werde. Der Bürgermeister der Stadt, Michael Warren. Ich glaube, daraus ist nichts geworden aus dem Wohlstand hier. Guckt euch das mal an. Das ist ja echt traurig, was hier passiert ist, ey. Die Telefonleitung ist offenbar unterbrochen. Ja, wer benutzt denn auch heute schon noch Telefonzellen, ne? Ja, okay. Ja gut, war in den 90ern, deswegen hatte man da natürlich Telefonzelle. Nichts Verdächtiges. Gibt's hier gar nichts. Noch nicht mal Muni oder so? Nee, ja gut. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Gott, ey. Würde ich tatsächlich gerne mal... Ich weiß halt nicht. Sollen wir jetzt hier da reingehen? Ich meine, wir haben ja diesen Feuerhaken. Was ist denn das, hä? Da ist eine Leiter. Was zur... Oh. Calm down, lady. I'm no zombie. My name's Carlos. Corporal of Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. What's your name? Jill, did you just say you belong to Umbrella's army? Yeah, we came all the way out here to save you civilians, but the mission went bad the minute we landed. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen uns entscheiden. In den Keller laufen, im Restaurant verstecken. In den Keller laufen. Im Restaurant, da ist Gas drin. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt. Oh Gott. Da haben wir jetzt den Keller geöffnet. Ja, das ist besser, Jill. Im Keller verstecken. Na toll. Was haben wir denn jetzt hier? Flackerndes Wasser. Oh Gott, was ist hier? Hallo. Hallo. Hey, 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 hey. Oh, da ist eine Leiche. Was hat der denn? Man hat ihn den Brustkorb aufgeschlitzt. Oh Gott. Dort ist ein Lüftungsloch. Es ist bestimmt groß genug, dass eine Person hineinpasst. Möchten Sie die Flucht durch das Lüftungsloch wagen? Erstmal nicht. Ich weiß ja nicht. Das ist ein Gefrierschrank. Sollen wir Carlos alleine lassen? Ich lasse doch hier Carlos nicht alleine. Okay, was zur... Carlos? Möchten Sie die Leiter hochklettern? Was zur... Nein! Carlos! Hä? Follow me. Aha, guck mal. Aha, seht ihr? Gut, dass wir hier nicht abgehauen sind, glaube ich. Das ist, glaube ich, sehr gut, dass wir hier nicht abgehauen... Oh, du Scheiße! Alter! Schieß ihn ab! Komm, schieß ihn ab, Carlos. Komm, schieß ihn ab, Carlos. Gemeinsam kriegen wir den. Oh Gott. Boah, Carlos hilft uns. Okay. Granatenwerfer. Schieß ihn ab, Carlos. Los, verdammt nochmal. Gemeinsam kriegen wir den umgenockt hier. Oh, der hält aber auch was aus. So, kriegen wir den jetzt umgenockt. Aua, ey. Der will nur hinter mir her. Ist er ungenockt? Oh! Ah, nee, er war nur kurz... Ach du Scheiße. Er war nur kurz... Er war nur kurz umgenockt. Aua. Ich hab ja... Oh Gott. Carlos. Na komm, Carlos. Oh Gott. Hat der endlos Leben oder was ist jetzt hier los? Komm, Carlos. Ich helfe dir so viel ich kann, ey. So. Schieß ihn ab. Carlos, mach. Scheiße. Was? Wie jetzt? Warum bin ich denn tot, wenn Carlos stirbt? So ein Scheiß. Na gut, okay. What's that? Ja gut, das kennen wir schon jetzt. Ah, Freunde.
Was ist denn das jetzt hier, ey? Okay, also wir müssen auf jeden Fall gemeinsam mit ihm was machen. Yeah, we came all the way out here to save you civilians, but the mission went bad the minute we landed. Man kann den also... Wartet mal, Freunde, ich will mal versuchen, was passiert, wenn wir uns im Restaurant verstecken. Im Restaurant verstecken. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Und? Ah! Hey, geil! Wir haben Nemesis umgenockt. Ja, aber wir haben Nemesis umgenockt, oh mein Gott. Können wir dem jetzt irgendwas abnehmen? Ist Nemesis. Wir haben tatsächlich ein Item von ihm. Was ist das denn? Eagle-Teile. Was zur Hölle? Was ist das? Das meintet ihr also mit Waffenteilen. Ein paar Waffenteile, Ziel, Fernrohr und Automatik. Eine Waffe kann man nur aus diesen Teilen nicht bauen. Kombinieren? Okay. Nehmen Sie es, hast du noch was? Gut, wir haben also Waffenteile von ihm gekriegt, okay. Möchten Sie die Leiter runter? Ja, dann gucken wir uns doch nochmal im Keller um hier. So, Freunde. Oh Gott, wir haben Nemesis umgenockt, tatsächlich. Oh, ist das gut. Nein, nein, nein. Wie jetzt? Lebt er etwa wieder? Man hat ihm den Brustkorb aufgeschlitzt. Das ist ja sehr lecker, aber... Da kommen wir jetzt auch nicht mehr hin. Okay, nee, dann haben wir hier in dem Keller tatsächlich nichts verloren. Nicht, dass der jetzt wieder lebt. Das wäre ja scheiße. Das wäre ja echt schlimm, wenn er es wieder leben würde. Och nö! Okay, ja, dann lauf raus. Dann... Alter. Warum lebt er denn jetzt wieder? Komm, dann lock den nochmal um hier. Knock den nochmal um. Oh Gott, der ist schon hier kaputt. Granatenwerfer. So, Nemesis. Aua. Ey, der geht aber auch nicht sterben, ne? Carlos, mach. Schieß ihn ab, Carlos. Okay. Wir haben ihn umgenockt. Wir haben den nur ganz kurz umgenockt, ne? Also das bringt in dem Fall gar nichts, wenn man den so umnockt. Okay, dann. Ich hab davor noch mal selbst gemacht. Ja, wirft es mir ruhig vor, dass ich hier ohne Spannung spiele. Aber ich weiß halt nicht... So, was ist das denn jetzt hier? Das könnte ein Schalter für die Kanalisation sein. Ja. Ich weiß es halt nicht, ne? Und deswegen tut es mir leid, wenn ich da einiges versuche. Carlos, komm mit raus hier. Wir müssen Nemesis da liegen lassen, einfach. Ach, der steht jetzt so schon wieder auf. Ja, komm, lauf, Carlos. Komm raus. Komm raus hier. Los. Einfach raus hier. Oh, Gott sei Dank. Oh. Jetzt sag mir nicht, dass der drin bleibt, der Held. Carlos? Na, Gott sei Dank. Okay. Ich muss dich fragen, warum hat Umbrella dein Team hier geschickt? Unsere Mission ist, die Zivilisten zu retten. Wie kind of you. Considering Umbrella caused all this in the first place, those liars! Look, we're just mercenaries, hired hands. No time for talking. If you can believe me, then join us. Think about it! Ja, das würden wir sehr gerne. Also einen Partner zu haben, wäre jetzt gerade schon nicht schlecht, muss ich sagen. Obwohl der halt von Umbrella irgendwie geschickt wurde oder was auch immer. Das ist gerade ein bisschen... Da
Das Tor ist fest verschlossen und geht nicht auf. Ach, jetzt sind wir wieder hier, Freunde. Jetzt sind wir wieder hier. Und wir haben im Restaurant tatsächlich... Oh, wir müssen so wissen... Da ist jetzt wieder dieser dumme Nemesis. Bürgermeister von Raccoon City. Dann lauf einfach. Google! Aua. Lauf. Till, lauf einfach. Oh. Das war knapp. Puh, ey. Einfach irgendwo rein. Dieser scheiß Nemesis, dass er uns jetzt hier die ganze Zeit hinterher rennt. Der kommt durch die Türen. Da ist er wieder. Okay, lauf schneller. Ja, na klar, der kann einfach hier hochrennen, ganz normal, ne? Alter. Was ist denn hier los? Ich will mich hier in Ruhe umgucken. Zeitungsverlag. Ja gut, aber ich muss mich doch hier noch umgucken können. Oh, was ist das denn? Was ist das? Eine Uhr, die nicht mehr geht. Auf dem Ziffernblatt fielen zwei Steine. Ach, das ist die Uhr von dem... Okay, ich weiß. Oh Gott, er hat daneben gehauen. Oh mein Gott. Alter. Aua, er trifft mal wieder. Sackgesicht, ey, echt. Wie soll man die denn entkommen dann? Okay. Alter. Aua, ja. Steh auf, Jill. Steh auf und geh... Nein. Oh Gott. Geh ins Menü. Okay, gelb. Okay, und hier rein. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin in irgendeinem Zeitungsverlag. Gott. Gott. Was ist mit dem Typ los, ey? Wir können uns hier nicht mal in Ruhe umgucken. Der Farbbänder. Lass ich erstmal liegen. Heilspray. Nehme ich mal mit. Kommt. Nehme ich mal mit, das Heilspray. Oh Gott, ey. Ja, das ist ein richtig übler Typ hier. Wie es scheint. Nichts, wie es scheint. Es ist so. Oh. Was ist das denn da oben? Warum werden wir den denn jetzt nicht mehr los? Sagt mal. Jill schiebt die Leiter. Wir haben da hinten was gesehen, was uns vielleicht helfen könnte. Ich hasse Nemesis. Ich hasse ihn einfach. So, können wir jetzt hier weiterschieben? Jawohl, können wir. Alles klar. Dann hier, was ist das? Gar nichts? Da liegt doch ganz klar was für uns. Ah, okay. Foto B. Toll, ne? Eine Nahaufnahme von einem Zombie. Sehr schönes Foto. Auf der Rückseite steht Knüller. Was zur Hölle. Ihr seid doch verrückt, ey. Ihr seid doch echt verrückt. Ja, okay, was ist das hier? Die Schalttafel hat keinen Strom. Müssen die Strom anschalten? Ja! Jawohl, der Stromkreis ist wieder intakt. Ja, Gott sei Dank. Da können wir... Ach, dann können wir da dieses Tor aufmachen. Wir sind jetzt in dieser Presseabteilung, ne? Ja, okay. Nemesis, ey. Der Hocker. Bleib bloß draußen, ey. Ich sag's dir. Dort ist ein Schalter für den feuerfesten Rollladen. Möchten Sie ihn anschalten? Ja, mach mal. Wow! Oh Gott. Was? Was? Okay. Wir gehen hier hoch. Ah! Oh Gott. Können wir da irgendwas machen? Nein, können wir nicht. Oh Gott, da hab ich gerade zusammengezuckt. Alter! Können wir hier rein? Mann, ich will, dass diese Drecksmusik weggeht. Der scheiß Nemesis, ey. So. Ah, gehen wir weiter hoch hier. Kann der bald mal verschwinden einfach? Ich meine, was ist denn hier los? Wir sind voll.
denn jetzt hier noch? Oberes Stockwerk. Oh Gott, und wir müssen gleich wieder komplett hier raus, ne? Da können wir nicht hin. Können wir hier rein? Nein. Das Feuer ist zu heftig. Ich kann nicht reingehen. Gut, also wir sind in so einer alten Presseverlag oder sowas. Zeitung. Okay. Durch das Fenster kann man einen schmalen Pfad sehen. Aha. Was ist das? Der zweite Edelstein. Wo kommt der denn her? Oh Gott. Boah, hab ich mich erschrocken. Ey. Gefahr, ja, dann muss ich halt das Heilspray nehmen jetzt. Da ist noch ein Zombie drin. Das gibt's ja nicht. Boah, ist der schnell. Boah, ist der schnell. So. Kombinieren. So, und ist doch. Alter. So. Steht natürlich nochmal auf, ne? Ist klar. Da ist hier noch ein Zombie drin, ey. Alter, was? Was versuchst du da, Kollege? Mensch. Blink dich zu Tode, so. Ach, grüner Edelstein. Ah, jetzt kommen wir auch da vorne durch die Tür. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ey. Oh ja. Oh Gott, ich brauche... Wir können keine... Dieser Platz. Wir müssen hier nochmal hin. Oh Gott, Freunde, was soll... Was ist denn das hier? Diese Folge ist doch total unentspannt, ey. Was? Hab ich da... Guckt mal! Sind das... Ist das das, was ich denke? Guckt mal, da sind doch ganz klar rote Kräuter. Oder meine ich das jetzt nur? Guckt mal! Oder sind das... Das sind nur Pflanzen oder was, ne? Ach, verdammt. Oh, noch ein Foto. Foto C. Die Polizei wurde vernichtet. Ja, das sieht heftig aus. Okay, was haben wir hier noch? Akten über seltsame Ereignisse liegen hier herum. Was ist das denn da schon wieder? Notiz des Reporters. Oh. Endlich habe ich den Verweis gefunden, den ich brauchte, um glaubhaft zu machen, dass die Kannibalenkrankheit wirklich in unserer Stadt grassiert. Kannibalenkrankheit, geil. Ein Mann hat Menschen gefressen. Er benahm sich wie ein wildes Tier und riss immer neues Fleisch ab. Boah. Es war absolut widerwärtig. Ich hörte Gerüchte, dass jetzt viele Leute daran leiden. Die Ursache für diese Krankheit ist jedoch noch nicht bekannt. Gibt uns die jetzige Krankheit weitere Rätsel auf? Ich muss das überprüfen. Sie haben Raccoon City wegen der Kannibalenkrankheit unter Kriegsrecht gestellt. Ach, deswegen. Okay. Kannibalenkrankheit. Den Kontakt zu Medien außerhalb der Stadt habe ich verloren, doch aufgeben werde ich nicht. Als Journalist verschließe ich nicht meine Augen und verschwinde. Ich bin sowohl den Menschen als auch meinem Beruf verpflichtet. Ich glaube nicht, dass sich die Krankheit schon im ganzen Land ausgebreitet hat. Diese Stadt ist der Schlüssel für ihr Entstehen und für ihre Heilung. Davon bin ich fest überzeugt. Das Militär hat ringsum die Stadt Barrikaden errichtet, damit die Leute nicht fliehen und die Krankheit verbreiten. Ja, das ist, kann man so machen. Die meisten Bürger sind entweder tot oder bereits infiziert. Ich weiß, dass es richtig ist, eine Quarantäne über die Stadt zu verhängen. Aber ich bemitleide mich trotzdem. Ob ich infiziert oder gefressen wurde, ist egal. Mein Schicksal ist bereits besiegelt. Alles, was mir bleibt, ist die Presse. Ich werde nicht aufgeben, bis das Rätsel um diese tödliche Krankheit gelöst ist. Ich habe gerade entdeckt, dass sie nicht durch die Luft übertragen wird, aber auf verschiedene andere Arten. Krasser Reporter, also... krasser Reporter auf jeden Fall, ja. Nicht schlecht. So, Freunde, ja, wir haben keine Pistolenmuni mehr, aber ich glaube,
Werde ich auch erstmal nicht brauchen. So, wir müssen erstmal wieder... Warte mal, nee, wir müssen erstmal gar nicht. Die Folge ist voll. Ach du Kacke. Da ist er schon wieder. Wie soll ich den denn jetzt hier rauskriegen? Wie soll ich den denn jetzt hier rauskriegen? Okay, das war gut. Alter. Oh Gott. Der wollte gerade zuhauen. Alter Falter. Gut, Freunde. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal die Folge beenden. ja, wir müssen hier nochmal hin wegen dem Gunpowder. Würde ich sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.